Hier wollen wir uns aber auch gar nicht weiter als notwendig aufhalten. Also jetzt nicht in den Paraine-Tempel, sondern hier in der Stadt selbst. Wir huschen... Ich wollte sagen, wir huschen eigentlich gleich weiter zum Einsiedlersee, aber ich hätte doch ganz gerne starke Zaubertränke. Wer weiß, was uns bei den ganzen Orks da noch erwartet. Da vielleicht? Nein. Gab es überhaupt einen Kräuterhändler? Das wäre albern, wenn nicht. Bisher sehe ich überall nur Waffenhändler. Da unten vielleicht? Nein. Wir waren jetzt in den dreien. Waren wir da schon drin? Ja, waren wir anscheinend. Na gut, dann in den Westen der Stadt. Nein, wir wollten nicht essen gehen. Hier sind keine Händler mehr. Okay, Osten der Stadt. Auch keine Händler mehr. Das ist ja eine komische Großstadt. Vor allem eine komische Stadt der Diebe mit so wenig Händlern. Na gut, gucken wir mal kurz auf den Markt. Ob da vielleicht irgendein besserer Kräuterstand ist. Also besser als der Rest. Markt. Wo ist der Marktplatz? Also entweder laufe ich jetzt immer an der falschen Stelle. Oder der Markt ist gerade zu Ende gegangen. Würde sich hier alles anbieten für den Markt. Die Flächen sind alle ungefähr gleich groß. Was haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwo? Nö. Na gut, dann müssen wir halt ohne Kräuter klarkommen. Grünwelden. Nein, wir wollen nicht nach Grünwelden. Wir wollen zum Einsiedlersee. Nein, wir wollen uns da noch nicht niederlassen. Was anscheinend wirklich eine Option gewesen ist, nachdem wir uns so lange mit dem Einsiedler beschäftigt hatten. So, genau da wollen wir hin. Wir wollen den Greifen ausweichen und wir wollen ein Einhorn finden. Wachen aufstellen ist auch sehr wichtig. So. Essen und Trinken. Ja, doch sollten wir jagen. Warum? Findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Schöne Sache. Weiterreisen. Ihr seid zu früh hier eingetroffen. Die Orks sind noch nirgends zu sehen. Wollt ihr in der Nähe kampieren, bis Aktivitäten zu erkennen sind? Hier könnten wir also anscheinend den Orks auflauern. Na, nein. Erstmal nicht. Wir wollen noch ganz kurz gucken, was das Einhorn zu sagen hat. Oder zu teleportieren hat. Sprechen tut es ja nicht. Oh, wieder Orks. Es kann echt sein, dass ich es mir nur einbilde. Oder dass ich halt vermehrt drauf achte. Aber es kommt mir so vor, als wenn hier jetzt mehr Orks wären als vorher. Ich meine, das ist jetzt schon der dritte Überfall innerhalb von 2 Folgen. Zack. Du hilf mal, Georgon. Angriff. Den da. Du machst nix und Trick beschäftigt sich mit den 3 Orks da oben. Hau mal den hinteren. Da können die Elfen dir nicht den Kill wegnehmen. So. Du da drauf. So, einer weniger. Da wird Trick schon mal krummeln. Aber das dauert einfach zu lange, wenn er es alleine macht. Natürlich würde er es schaffen, aber muss ja nicht sein, hm, Tirik? So, du machst wieder einen Elfentanz. Auch wenn da nicht wirklich viel Platz zwischen Elfen, Tirik und Ork ist, aber das müsste reichen. Abwarten.
Abwarten. Abwarten. Zurück. Ja. Ja, Elfen. So, am Wegesrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Nein. Wir gehen auf sie zu. Sie befolgen die Worte des Greifen. Oh, wir können versuchen zu verhandeln. Der Greif schlägt einmal gelassen mit seinen mächtigen Schwingen. Vielleicht ist er ungeduldig, da ihr immer noch nicht umgekehrt seid. Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Ja, ich denke nicht wirklich, dass das die Greifen interessieren wird. Wir könnten einen Pfand geben. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich so an, als wenn Georgon hier bleiben müsste. Wir sind auf der Suche nach Hügeligs Schwert. Das Brüllen des Greifen ist wohl Ausdruck seines Hohnes. Doch auf euch wirkt es eher bedrohlich. Menschlingsprobleme. Uns habt ihr nichts zu bieten. Macht, dass ihr euch einen anderen Weg sucht. Na gut, machen wir denn wohl. Also wieder einen Tag für Lau und wir suchen uns einen neuen Weg. Ganz schön arrogantes Pack. Zurückquirlenden Gerogon. Und ja, wir gehen wieder jagen. So, in dem Gebiet hier war irgendwo jetzt das Einhorn. Ein idealer Rastplatz. Es ist zwar erst Mittag, aber vielleicht sollten wir hier rasten, denn für dem Einhorn noch eine Chance geben, uns zu finden. Also rasten wir einfach mal. Stellen wie gewohnt die Wache auf. Gehen jagen, auch wenn wir es nicht unbedingt müssen. Und suchen sehr lange Kräuter. Und zwei Orks und ein Oger finden uns dafür. So, du kannst nur Gwendolyn anschießen, das willst du nicht. Du gehst erstmal dahin und wartest. Du nimmst etwas Abstand zu diesem großen Ding. Du gehst zu weit. Trick springt mal dazwischen, wenn das denn irgendwie geht. Und du kannst jetzt von hier auf den Ogre schießen. Sehr schön. So, du schnappst dir den. Du hilfst damit. Abwarten. Schritt zurück. Ruf da. Ha, 10 Trefferpunkte, der steht noch. Das könnte ein zäherer Ork sein. Entweder das oder er fliegt gleich. Abwarten. Abwarten. Alte Option. Jo, 16 Trefferpunkte. Oh, ist nicht schlecht. Also, immer noch viel zu wenig, selbst für den schwächsten Ork normalerweise, aber ja. Nicht Tirek anschießen. So. Du. Geh mal da hin. Ich habe den Verdacht, es könnte noch ein wenig dauern, bis der Ogre umkippt. Auch wenn es vor kurzem einmal nur 2 Schläge gebraucht hat. Aber das zu wiederholen wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Es war ja doch sehr glücklich. Also direkt hintereinander, ich glaube das waren 19 und 17, irgendwas so in der Richtung. Schon sehr beeindruckend. So, du machst einen Schritt zur Seite. Ha, es geht doch immer wieder schneller. 3 Dolche, nein danke, 7 Silbertaler, 6 Abenteuerpunkte, kein Einhorn. Und wir sind angekommen. Wollen wir ihm kurz Hallo sagen? Ja, warum nicht? Niemand öffnet euch. Oh. Na gut. Wird wahrscheinlich auf Nahrungssuche sein. Dann gucken wir uns hier ein wenig um. Genießen die Ruhe am See. Atmen einmal tief durch. Und gehen zurück zu der Stelle, wo die Orks aufmarschieren werden. Wir würden gerne nach Hexkaya. Wache,
Wache, wache, schlafen. Komm schon, Einhorn. Ein idealer Rastplatz. Es ist eh schon recht spät, also ja, wir rasten. Dann sollten wir uns jetzt mal vorbereiten. Vielleicht haben wir dazu später keine Gelegenheit mehr. Also wir wollen den Ork-Champion herausfordern. Das wird Gerugon übernehmen mit Grimring. Wir haben noch diese komische Ork-Scheibe hier gefunden. In der Nähe des Aufmarschplaners. Die sollte er auch haben. Starke Heiltränke klingen auch sehr gut. Nimm, 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 nimm. Gullmon-Blätter klingen noch viel besser. Davon geben wir ihm einfach mal ein paar. Sagen wir mal 6. Und 1 ist da einfach jetzt schon. So, schlafen. Habe ich jetzt vergessen, die Wache einzuteilen? Aber ja, definitiv mehr Orks als sonst. So, du Stürmer in die Richtung. Du wartest einfach ab, wie immer. Du dahin, du kannst den da unten treffen. Nein, ein Bewegungspunkt fehlt. So, du. Ruf da. Du läufst schon mal gleich weiter. Denn Tirik und Gerugon müssten recht schnell den einen da erledigen können. Und du versuchst mal eine gute Schussposition zu kommen. Abwarten. Abwarten. Taktischer Rückzug. Gleich hat sie keinen Platz mehr, aber Gwendolyn ist schon dran. Das heißt, der hintere Ork wird schon mal da bleiben, wo er ist. Und du... ja, lass mal da stehen. Trick. Mürren? Naja, auch nicht. Ach ja. Ich hoffe mal, in dem Kampf gegen den Ork-Hauptmann oder was auch immer das genau sein soll, haben wir ein wenig mehr Glück mit Gerugon. Aber das kriegen wir schon hin. Mit etwas Glück reicht das Schwert an sich auch schon aus, um die zu entmutigen. Aber ich denke mal nicht, dass irgendein Ork-Hauptmann das auf sich sitzen lassen wird, wenn die Schamanen sagen, oh, sie haben das mächtige Schwert Grimring, wir können nicht gegen sie kämpfen. Dann wird er trotzdem aufmucken und es versuchen. So, 3 Dukaten, 6 Abenteuerpunkte, weiterreisen. Das müsste hier gleich sein. Ja, wir suchen erstmal einen anderen Weg. Mal wieder. Wir könnten einfach versuchen, die Orks hierher zu locken und dann die Orks angreifen lassen. Das wäre, glaube ich, ein wenig einfacher. Aber na gut. So, Wachen aufstellen. Tirik. Gwendolyn, Gerugon. Hier kann ich nicht abspeichern, richtig? Richtig. Ärgerlich. Ich hätte schon ganz gerne meinen Speicherstand, bevor wir versuchen, die Orks aufzumischen. Aber dem soll wohl nicht so sein. Nein, wir reisen weiter. Jalen hat großen Hunger. So. Wollt ihr in der Nähe kampieren? Ja, wollen wir. Der Aufmarschplan war korrekt. Am 10. Bereine im Jahre 17 von Hall wird hier von den Orks ein Heerlager aufgeschlagen. Ihr macht euch sogleich auf den Weg dorthin. Vor euch liegt ein riesiges Heerlager und ihr könntet schwören, als ihr diese Strecke das letzte Mal gegangen seid, war davon noch nichts zu erkennen. Wie dem auch sei, dies muss euer Ziel sein, denn die vielen Wimpel, Banner, aufgespießten Schädel, Bannzeichen und Talismane zeigen an, dass sich hier das Hauptlager der Orks befindet. Gerugon spürt, wie Grimring vor Kraft vibriert. Wohlan, ihr betretet das Lager. Ein stattlicher, mit einer großen Kupferscheibe geschmückter Ork, offensichtlich ein Schaman oder Priester, hält die johlende Meute davon ab, über euch herzufallen. Das ist sehr nett. Grimring gezogen tretet ihr vor, das prächtige Zelt, und Gerugon hebt zu sprechen an. Im Namen Rondras und im Namen Swafniers und auch im Namen des Brazorak, der euch heilig ist, fordern wir euch auf. Tretet mit den besten eurer Kämpfer vor und stellt euch zu einem Wettkampf, denn wir haben Grimring, den Orkenspalter.
das Schwert, das euer Verhängnis sein wird. Lasst uns um einen Preis namens Torwahl kämpfen. Gewinnen wir, so zieht ihr euch zurück und sucht andere Beute. Gewinnt ihr, so gehört euch unser Leben und ihr könnt tun und lassen, was euch beliebt. Gute Worte, kann man nicht sagen. Ein Ork, stattlicher als der Schamane, tritt vor das Zelt. Betont lässig eine fast mannshohe Axt geschultert und verkündet, in nahezu akzentfreien, neuaventurisch, also spricht Garzlock, Herr Zolaichai. Was war dein Gott? Des Todes. Zolochai. Wer seid ihr, dass ihr Würmer in mein Lager eindringt? Unwürdig, wie ihr seid, den Namen des Gottes über eure feulige Zunge rollen lassen und euch erdreistet, den Herrn des Orklandes aufzufordern. Ich werde euch zertreten und dann eure Gegröße an die Geier verfüttern, denn nicht mehr seid ihr als lebendiges Aas. Ohne groß nachzudenken, wendet sich Gerugon in einer fließenden Bewegung um, zieht Grimmring, das in dem kalten Feuer strahlt, und schlägt mit einer einzigen Bewegung zwei Orks und einen der mächtigen Zeltpfosten in je zwei Teile. Warum konnte er das vorher nicht? Ich bin der Meister Grimmrings und im Namen eures Götzen fordere ich euch, denn ich weiß, dass ihr die Forderung nicht ausschlagen dürft. Unter den Orks erhebt sich ein Tumult. Der Schamane tritt zu Garzlock und die beiden unterhalten sich erregt. Nach geraumer Zeit hebt der Häuptling die Hand und schlagartig verstummen alle Gespräche. Ich bin Garzlock, Herr des Zolochai. Ich habe Fexkair im Wettkampf verloren, aber ich werde Torwahl nicht verlieren. Denn ich bin der Wille Brasurax und der Wille Tairachs. Und es ist mein Wille und der Wille der Götter, dass ein Kampf auf Leben und Tod stattfindet. Ein Kampf, dessen Preis die Stadt Torwahl ist und der gänzlich ohne Zauberei ausgefochten werden soll. Darum werde ich den Willen Tairachs herabrufen und unsere Kämpfer die gleiche Kraft verleihen wie eurem Streiter und alle Zauberei unterbinden. Wer aber dennoch den Kampf durch Zauberei zu beeinflussen sucht, der zerfalle zu Staub. Das sollten wir wahrscheinlich ernst nehmen. Ich gebe euch eine halbe Stunde, um euch auf euer Ende vorzubereiten. Das sollte man nochmal kurz durchlesen. Also Zauberei ist verboten. Doch werde ich den Willen Tairachs herabrufen und unserem Kämpfer die gleiche Kraft verleihen wie eurem Streiter. Das klingt nicht gut. Wir sind hier ja gleichwertig. Das könnte ja ein fairer Kampf werden und so. Na gut. Enter. Yalen hat großen Hunger. Ja, das interessiert jetzt nicht. So, also wir haben das Schwert. Wir haben ein billiges Schild. Wir haben diese Mondscheibe. Wir haben uns sagen lassen, dass wir die tragen sollen, aber davon halte ich nicht wirklich viel. Ich hätte lieber gerne, passend für einen Gerugon, ein goldenes Schild. So. Du. Dahin. So, dann ist jetzt bitte ein Goldmondblatt. Und jetzt müssen wir noch überlegen, was sich verändert könnte, wenn wir das Spiel jetzt gleich durchspielen. Da gab es noch ein, zwei Sachen, aber die Hälfte fällt mir jetzt nicht ein, weil ich zu nervös bin. Genau, wir sollten zum Beispiel darauf achten, dass wir, wenn wir im Kampf aggressiv, normal oder passiv angreifen, auswählen, verändert sich ja der Attacke-Paradewert. Und der soll wohl permanent übernommen werden in diesem Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt aggressiv auswähle, kriegt Gerugon permanent plus 2 auf Attacke und minus 2 auf Parade. Oder waren es 4? Bin ich mir nicht sicher. Solche Sachen. Die magischen Sachen lege ich mal lieber ins Inventar. Pfeile sind egal. Das würde ich auch noch gerne irgendwo ins Inventar legen. Einfach nur so für den Fall, dass damit irgendwas passiert. Niam, 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 niam. Nö, sieht soweit ganz gut aus. Proviant ist ein bisschen viel. Davon schmeißen wir auch nochmal 8 Stück weg. So. Warum haben wir Goldschmuck dabei? Na gut, können wir verkaufen. Ein Mut-Elixier.
das trinkt doch mal Gerogon. Bei Gerogon schnellt Mut um 5 Punkte in die Höhe. Gute Sache. Ja, dann wollen wir doch mal den Kampf bestreiten.